Moin Leute! Jo, willkommen zum neuen Video. Und in diesem Video will ich meine Fräse ausprobieren. Da ist sie schon angebaut. Und zwar muss ich leider Gebietsabtretung machen. Also das Grundstück, was ich mir hier erworben habe letztes Jahr, das war vorher nicht ausgemessen aus dem Gesamtgrundstück. Ja, und jetzt sind die Grenzen neu gezogen, beziehungsweise die Grenze lief wahrscheinlich schon immer hier lang, aber hier war halt alles zugewuchert und der Steinhaufen, der saß über der Grenze bis dahin. Ja, das habe ich jetzt soweit schon mal alles zurückgebaut und ja, jetzt kommt Operation verbrannte Erde. Nicht, dass sich mein Nachbar hier noch an meinem Rasen da irgendwie bereichert. Das möchte ich natürlich nicht. Ja, deswegen, ich gucke mal, ob ich dem eine angemessene Saatbettvorbereitung hier hinzauber. Ja, genau, also hier vorne, hier geht's noch. Ja, und dann da macht er mal voll den Bogen weg. Ich habe, natürlich habe ich kein GPS auf dem Trecker. Deswegen mache ich das mit dem guten alten Flatterband. Das habe ich relativ gerade hingesetzt bekommen. Ja, genau, hier sieht man auch nochmal, was hier vorher alles lag. Die ganzen Steine, ich habe da hinten schon auf ein paar Paletten aufgeteilt. Ich breche das erstmal ab. Ich will nämlich, weil hier ist nämlich schon alles fast fertig. Nicht, dass ich das nämlich alles verpasse. Ja, genau, weil der will demnächst hier Mais reinkloppen. Ich glaube, der wollte Mais reinkloppen. Hat er letztes Jahr zumindest gesagt. Ja, genau, dass das dann einmal weg ist. So, deswegen mache ich das hier erstmal eben und dann mache ich mit dem Scheiß weiter. Ja, Steine habe ich eigentlich soweit hoffentlich alle raussortiert bekommen. Ich hoffe auch nicht, dass hier noch gleich irgend so ein vergrabener Schuppen oder sowas auftaucht. Ja, hier hatte ich noch Stahlplatten liegen gehabt. Und hier ist mein alter Brennplatz. Da darf ich nicht zu laut sagen, ne? den hatte ich hier einmal die Brenntonne ausgekippt. Ich glaube, das hat wieder zu verboten gequalmt oder so. Ja, ich glaube, da hatte ich wieder keine Eier gehabt. Da habe ich das Ding ausgekippt, da waren natürlich noch Nägel wie Sau drin. Die habe ich mit dem alten Magneten schön alle raussortiert. Ja, und schön, dass die Sonne endlich noch scheint. Wir haben jetzt, ich glaube, 18 Uhr gerade. Ja, ein Glück ist endlich wieder Sommerzeit. Ich hasse die Winterzeit. So, die Fräse, die habe ich schon hinter. Die habe ich auch vorhin schon einmal kurz ausprobiert. Allerdings auf dem Stück, wo eh schon gegrubbert war. Nur erstmal gucken, ob die läuft. Läuft sehr rund, läuft gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Was ich nachteilig noch bemerkt habe, ich weiß nicht, ob der, ich glaube nicht, dass der Trecker vorher kleiner war oder so. Aber auf jeden Fall ist die Zapfwelle ziemlich kurz. Wenn ich den komplett oben habe, dann zieht sich ja die Zapfwelle auseinander. Die wird schon mies laut. Also da muss ich nochmal gucken. Aber es sind so ein paar kleine Schönheitsfehler. Ja, und ich will hier auch nochmal gucken, dass ich hier noch die Blattfedern wieder rankriege. Und sowas, ne? Das ist, aber das ist alles, wie sagt man noch, Schmuck im Nachthemd. Ne? Laufen muss er erstmal. So, und wenn sie das soweit erstmal hinkriegt, dann bin ich auch zufrieden. Nochmal kurz vorweg, ich habe im letzten Video, das Video, wo ich die vorgestellt habe, da hatte ich gesagt, das ist eine Rotavator. Das ist keine Harvard-Rotavator, sondern eine Semavator. War es mal. Ist eigentlich genau baugleich. Semavator, ich blende mal ein Bild mit ein. Da ist oben ein Drillkasten drauf, dass man direkt Zwischenfrucht mit einsehen kann. Ja, und dann. Das wurde alles zurückgebaut. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Soll anscheinend schon der Vorvorbesitzer auseinandergebaut haben. Im Endeffekt ist es jetzt eine Rotavator. Die haben ja keine zwei unterschiedlichen Maschinen erfunden. Die haben einfach aus der Rotavator die Semavator gemacht und fertig. So, ich habe schon geguckt. Also war ja auch in den Kommentaren so ein kleines bisschen verschiedene Meinung, alle Leute. Also hier sind natürlich noch eigene Stützräder hinten dran, die abgebaut sind. Es lässt sich gut mitarbeiten, es funktioniert. Und ich glaube, der Vorteil liegt auch ganz klar daran, dass das so deutlich kompakter gebaut ist. Und man, also ich habe mir die eigentlich geholt, um später irgendwann mal mein Grundstück dann auch vorher zu
nicht zu häckseln, bin ich jetzt blöde, zu fräsen, so. Genau, ja, deswegen glaube ich ganz gut, ich schätze mal die Räder, die, das ist erst sinnvoll, wenn man irgendwie hier so einen ganzen Hektar machen will oder sowas, da kann man sagen, okay, wo man auch den Platz hat, aber ja, gut, zu viel gequatscht schon wieder, ich fange da vorne an und ja, dann bleibe ich so, laufe ich genau daneben her, das sollte eigentlich gut passen. Noch eben kurz zu meinem Plan, und zwar dadurch, dass hier natürlich Graswurzel ist und ich die möglichst klein hacken will, glaube ich, das ist besser, wenn man direkt von Anfang an sehr langsam rüberfährt. Wenn die Wurzeln immer noch teilweise in der Erde drin stecken und Halt haben und man nach und nach immer kleinere Teile weghaut, anstatt dass man da zwei oder dreimal rüber geht. Ich glaube, das kriegt man niemals so klein, als wenn man gleich von Anfang an sehr langsam durchfährt. Ja, deswegen, ich werde da direkt einen kleinen Gang wählen, ich schätze mal schon in der Kriechgruppe. Ich habe das Ding vorhin im ersten Gang ausprobiert. Ich finde auch, dass die relativ langsam dreht, aber ich habe da nicht so die Erfahrung mit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mit einer Fräse gearbeitet. Ich finde, die dreht relativ langsam, hat aber auch Verstellgetriebe. Na, Verstellgetriebe ist jetzt blöd gesagt, also man kann unter dem Deckel Zahnräder tauschen, aber das, ich will jetzt keine Experimente anfangen oder sowas, deswegen erstmal gucken, dass das Ding läuft und ja, denn sowas kann man machen, wenn man mal Zeit dafür hat. Erste Zwischenbilanz. Ja, es hat nicht ganz so geklappt, wie ich das dachte. Mit diesen, obwohl, es geht. Aber die Graswurzeln, die hängen einfach zu doll zusammen. Deswegen da irgendwie nur so, es reißt trotzdem einzelne Teile eher raus. Sehr trockener Boden. Ja, gut. Wir sagen weitermachen. Ja, können wir ruhig zwei, dreimal durchgehen. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie klappt. Ja, man merkt auch echt, die steht auch sehr schräg. Ja, hier durch die Graswurzel durchzukommen. Na gut, ist doch schwieriger als ich dachte. Also die drückt sich halt selber dann schon hoch. Ja, gut, ist halt was anderes, ne? Das ist dann quasi gewachsener Boden. Hier war ja Jahrzehnte.
So, das wär's. Ja, ich bin mit dem Ergebnis eigentlich recht zufrieden. Hinten habe ich einen kleinen Schlenker drin, aber das passt schon. Ja, zwei Sachen mal eben. Also ich glaube, ich hätte am Anfang sogar noch langsamer fahren können. Das war, ja, ich war schon in der Kriechgruppe drin. Aber im dritten Gang, ich hätte im zweiten fahren sollen. Hat sich aber am Ende doch als egal herausgestellt. Also ich wäre sowieso öfters hier rüber gefahren. Und ich dachte halt eigentlich, dass das nachteilhaft ist, wenn diese einzelnen Wurzelblöcke einfach liegen, dass sie sich wegdrücken könnten. Aber das, nee, die sind richtig schön klein geschlagen worden. Deswegen waren meine anfänglichen Befürchtungen, oh, sind eh egal. Ja, Fräse bin ich sehr zufrieden mit. Also sehr laufruhig. Ja, hat so den einen oder anderen Mangel, aber hey, alles in Ordnung. Die ist, ich finde sie gut. Also für den Preis, man muss immer sagen, man bekommt das, was man bezahlt hat. Und ja, so ein paar kleine Schönheitsmängel hat sich halt, wie gesagt, schon vorhin aufgezählt. Hier die, ach, dass die Federn da nicht mehr drin sind und dass das hier einfach weggebrannt wurde. Alles Kleinkram. Ich hatte auch am Anfang gesagt, dass ich dachte, sie läuft ein bisschen schnell. Nee, geht eigentlich. Also ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was für ein Gang die jetzt dahinter ist. Ich weiß auch nicht, wie das dahinter aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gänge das sind. Ich schätze mal 2. Also ich wette, dass das hier 2 Zahnräder sind, die man einmal umdrehen kann. Und da hat man eine andere Drehzahl. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Weil das hier genau so aus dem Leistungsstrang rausläuft, hier rauf und dann hier die Abtriebswelle. Ist eine Vermutung, ne? Also ich, ja, ich denke mal, das wird so in etwa so aussehen, dass man die entweder tauschen kann oder drehen kann oder so. Ja, also wie gesagt, 2 Gänge vermute ich, wenn ihr es besser wisst, ne, gerne unten reinschreiben. So, was mir noch aufgefallen ist, also nicht hier jetzt aufgefallen, also das weiß ich schon länger, der Fanghaken hier, der ist komplett im Arsch, der muss ganz dringend getauscht werden. In den Zug werden natürlich beide getauscht. Wenn der auf Zug ist, ne? Also wenn der irgendwo eine Last nach oben oder nach unten hat, funktioniert das. Blöd wird es immer erst, wenn der Lastbereich einfach so, wie soll ich das sagen, wenn keine Last in irgendeine Richtung ist, sondern die Kugel quasi nur so locker drin hängt, dann kann die rauswandern und das ist richtig nervig. Alles, was gleichmäßig einfach runterdrückt, ist noch kein Problem. Ich weiß, das ist trotzdem scheiße. Ich versuche das nur zu erklären. Der muss definitiv getauscht werden und das kann man auch nicht schönreden. Aber ja, ein Heckgewicht, ein Flug, eine Fräse passt noch. Was blöd ist, ist mit dem Kreiselmäher oder sowas, wenn man einseitige Belastung hat. Also da runter, hier hoch. Und wenn man die Geräte dann ablässt und die frei schwingt, das ist dann, ja, dann fallen die dann einfach mal raus. Ja, so, was kann ich sonst noch so sagen? Ja, wie gesagt, gut zufrieden bin ich. Hier ein bisschen ölig, aber wo es ölig ist, heißt es nur, ist noch was drauf, ne? Sagt man zumindest beim Mercedes-Differential. Mercedes-Differential, was trocken ist, da ist kein Öl mehr drauf. Ja, noch zur Zapfwelle, die hatte ich ja gesagt, die ist etwas kurz, gerade wenn man die jetzt ganz oben hat. Also die sitzt wirklich nicht weit drin. Ich schätze mal, also die wird nicht rausfallen oder sowas. Die sitzt da ein paar Zentimeter drin. Aber es reicht schon, dass die ziemlich am Wackeln ist. Und was man auch sehen kann, die wurde hier, ja, sehr fachmännisch zusammengeschweißt. Nicht, die läuft nicht hundertprozentig rund. Das sieht man beim Laufen. Ich schätze mal auch, das ist jetzt meine Vermutung, weil sonst wird das irgendwie keinen Sinn machen, dass das Zahnprofil nur in diesem kurzen Rohr ist und deswegen auch ein Stück rausgetrennt wurde und das hier neu wieder angeschweißt wurde. Schätzt mal, das hier hinten wird nur noch Rohr sein. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Ja, also, ja, irgendwie, da schätze ich mal, muss ich den da vorne einmal neu ansetzen, ein längeres Rohr, das Ding vorne vorschweißen, in der Drehbank die Schweißnaht wieder leicht runterdrehen oder mit Wick erstmal eine Wurzel reinsetzen und dann mit Schutzgas eine ordentliche Naht oben raufziehen, irgendwie sowas. Ja, aber das ist ein Problem von Zukunft, Johannes. Ach, hier, unbedingt noch. Die linke Federplatte, die ist gebrochen vom Oberlenkerhalter. Das muss ich auch noch unbedingt reparieren. Also die rechte, die ist ganz, aber die linke, die ist oben einmal durchgebrochen. Die muss noch getauscht werden. Ach, ich weiß nur nicht, wann ich das machen soll. Das ist die Kacke. So, ich stelle euch da mal hin. Ja,
Ihr hattet ja mitbekommen, ich habe längere Zeit nichts hochgeladen. Das hatte ein paar Gründe gehabt. Ach, auch mit meiner Wohnung bin ich nicht weitergekommen. Ich bin im Januar und Februar bin ich so ein bisschen ausgefallen. Also ich hatte echt Probleme mit dem Rücken gehabt. War jetzt nicht zu schlimm, aber ich habe das noch nie gehabt, dass ich so lange was davon hatte. Ich bin trotzdem noch zur Arbeit gegangen, soll man ja auch machen, man soll ja nicht zur Ruhe kommen. Ach, mein Nachbar. Die Nachbarn, die sich fragen, warum ich immer eine Kamera laber und Selbstgespräche führe. Ja, und da war das ein bisschen blöd gewesen. Also ich hatte nach Feierabend dann keinen Bock mehr gehabt. Hatte ich nichts mehr gemacht und oh, jetzt so im März kommt das mal langsam wieder. Ja, genau, die Steine, die muss ich noch fertig stapeln und dann bin ich eigentlich bereit, dass ich weitermachen kann. Osterfeuer kommt auch noch. Ja. Ich glaube, mein Nachbar, der will gleich noch ein Bier haben. Ja, schüttelt sich noch. Siehst du. Ja, genau. Also, ja, wenn ich meinen Garten hier, ich will die ganzen Steine erstmal auf Palette haben. Osterfeuer durch. Ja, vielleicht bin ich vorm Osterfeuer noch dran, dass ich wieder weitermache. Aber ja, halt schon mal alles vorbereiten und sowas, das verschlingt auch alles Zeit. Ich bin erstmal froh, dass wieder Sommerzeit ist. Also die Stunde, die merkt man dann doch. Die Tage werden immer länger. Ja, würde ich sagen, Leute, macht's gut. Unten in der Videobeschreibung gerne reingucken, da ist noch einiges verlinkt. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.